Nach dem Ersten Weltkrieg breiteten sich in Europa Kommunismus und Faschismus aus, dass sich viele Leute dachten, die alte Welt sei von Fäulnis durchsetzt und es sei notwendig, neue Wege zu gehen. Und die Demokratie habe den Weltkrieg nicht verhindert. Und der Kapitalismus habe zur Weltwirtschaftskrise geführt. Kommunisten und Faschisten meinten, es sei unumgänglich, einen neuen Menschen zu entwerfen, der stark und stolz und arbeitsam und würdevoll sei und der Sinn für höhere Gerechtigkeit und ein Leben im Kollektiv habe. Eine höhere Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen nicht völlig gleich seien, wie in Demokratien behauptet, deren Verfassungen jedem Bürger gleiche Rechte garantieren. Kommunisten und Faschisten stellten fest, dass Menschenrechte nur ein Vorhang seien, hinter dem sich die Interessen der Bourgeoisie verbergen, die Arbeiter ausnütze. Und sie sagten, es sei notwendig, die Welt vor dem bourgeoisen Verfall zu retten. Und man müsse mit der alten Welt abrechnen und eine neue errichten. Die Faschisten sagten, dass in der neuen Welt jeder ein Arbeiter sei, so wie einst jeder Christ. Und die Kommunisten sagten, dass in der neuen Welt eine klassenlose Gesellschaft herrschen würde, in der alle für das Wohl aller arbeiten würden. Und sie sagten, der Kommunismus sei eine unvermeidliche und endgültige Etappe in der Geschichte der Menschheit. Vormittags würden die Leute manuell arbeiten und nachmittags geistig. Die erste kommunistische Partei wurde im Jahr 1918 in der Sowjetunion gegründet und die erste faschistische Partei gründete man im Jahr 1919 in Italien. Und von Italien aus breitete sich der Faschismus in ganz Europa aus, da sich die Leute fühlten, als sei die politische Macht korrumpiert und das Mehrparteiensystem koste nur Geld und niemand habe etwas davon. Faschisten und Kommunisten waren gegen das Mehrparteiensystem und behaupteten, das Mehrparteiensystem und die Demokratie führten zu einer Degeneration der Gesellschaft und zu einem Werteverfall. Und wenn erst sie an der Macht wären, würden sie allen ein bequemes und glückliches Leben garantieren. Mit Ausnahme derjenigen, die ein solches nicht verdienten. Und es sei notwendig, eine freie Entwicklung des gesunden Kerns der Gesellschaft zu garantieren. Und man müsse die Parasiten loswerden, die an der alten Welt festhielten und nicht zu revolutionären Gedanken fähig sein. Und in Deutschland entstand der Nationalismus, der die Rassenreinheit wollte. Und das bedeutete, dass sich Arier nicht mit minderwertigen Rassen vermischen sollten, damit das arische Blut rein bleibe. Die Arier erkannten einander daran, dass sie weiß und blond waren und das Verhältnis der Länge des Schädels zu seiner Breite kleiner war als 75 und sie waren von Schaffenskraft erfüllt und hatten Sinn für das Kollektiv. Die Nazis sagten, die Natur sei grausam, aber gerecht und sie sagten, dass derjenige, der neue revolutionäre Gedanken durchsetzen wolle und Werte und eine höhere Gerechtigkeit auch grausam und gerecht sein müsse und die Geschichte sei ein ewiger Kampf zwischen Wahrheit und Lüge und sie seien die Wahrheit. Und jeder Mensch müsse wählen, auf welcher Seite er stehen wolle. Sonst würde ihn der Sturm der Geschichte hinwegfegen.